Was geht, Leute? Mein Name ist Danny Burnage. Willkommen back zu einem neuen Call of Duty Video. Und heute nehme ich wieder mit meinem Alienware AW15 auf. Viele Leute wollten fragen, wie das aussieht, wenn ich aufnehme. Und ja, so sieht das hier aus. Das ist hier der Laptop. So sieht er aus. By the way, mein Zimmer ist unordentlich, wie ihr sehen könnt, okay. Hier, by the way, mein Fernseher. Ich habe einen 22-Zoll Fernseher, was ich perfekt finde für Gaming persönlich. Und ja, hier seht ihr das Gameplay. Und dann gehen wir nach rechts. Und da ist der Alienware Laptop, der quasi das Gameplay aufnimmt. Und auf dem ich auch meistens das Video schneide, je nachdem, ob der PC rendert oder nicht. Ja, so sieht das aus. Hier sieht man die Elgato Software. Ja, ich benutze die Elgato zum Aufnehmen, wie eigentlich jeder, glaube ich. Und dasselbe, was ihr hier seht, werdet ihr auch hier sehen. So funktioniert das. Und ja. So, erstmal kurz zur Info. Ich spiele auf der PlayStation 3 mit meinem PS4-Controller. Ich weiß, man kann es auch irgendwie ohne Kabel spielen. Ich habe es bis jetzt noch nicht hinbekommen. Ich habe nach Bluetooth-Geräten gesucht, aber nicht gefunden. Und ja, dann würde ich sagen, wir versuchen jetzt erstmal ein Spiel und dann haben wir Spaß. By the way, ich bin viel schlechter auf der PS3 als auf der Xbox. Das, ich glaube, seit 2 Tagen spiele ich wieder auf der PS3 nach 4 Jahren. Okay, also lass uns Spaß haben. Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Alienware mit Intel Core i7 Prozessoren. Auf geht's! Go, 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 Raid! Raid ist dann. Und wir haben ein paar Deutsche dort. Ja, komm. Die streiten sich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Ich stell die mal kurz alle auf stumm, weil die labern mir ein bisschen zu viel. Ja, ein paar Leute haben nach meinem bisherigen Erfahrung zu einem Alienware-Laptop gefragt. Und also für die Sachen, die ich ihn benutze, war er bis jetzt perfekt. Also ich habe ihn halt fürs Aufnehmen benutzt, perfekt. Zum Teil sogar besser als mein Computer, aber nur weil ich glaube, er neu ist. Deswegen, mein Computer spinnt manchmal. Deswegen werde ich mir auch einen bald neuen PC holen müssen. Komm her, Bitch. Feindliche Drohne nähert. Komm her. Ich habe gerade über den Scuff und ich übe jetzt mit ihm umzugehen. Ich würde gerne unbedingt gewinnen. Schaut euch mal diese Scuffs an. Oh mein Gott. Komm her, wo ist er? Aber ja, ich bin sehr, sehr dankbar an Alienware, also dass sie mir den gegeben haben. Oh mein Gott. Hab dich. Oh mein Gott, ist das intensiv. Denn ja, jetzt kann ich definitiv mehr Videos machen. Ihr habt es aber auch gemerkt, glaube ich. Also ich habe nicht nur so gesprochen irgendwie, ja, wenn ich den Laptop habe, werde ich mehr Videos machen, sondern ich mache hier auch momentan wesentlich mehr Videos. Ich habe eine Zeit lang. Holy shit, war das knapp. Ich habe hier auch eine Zeit lang, ich glaube, nur einmal im Monat was hochgeladen. Nein. Oh, der Nachteil eines Scuffs. Ich wollte zur Seite springen und er ist hochgeklettert. Alter Schwede, muss man da aufpassen. Das ist ja nicht mehr normal. Hab ich das? Ja. Da hinten. Oh nein, er ist wieder gespawnt. Von da hinten habt ihr es gesehen. So, da ist der Sniper. Komm her. Nice gemacht, vielen Dank. Das ist richtig, das will ich sehen. Von unten, nee. Na. Hab ich. Wo sind die? Ich versuche zu hören. Ich gucke mal, kann man die hören eigentlich? Nein, kann man nicht, okay. Das waren nur Reaktionszeiten. Außerdem wollte ich meine Drohne haben, das war so eine Ausrede zu campen. Ist immer ganz gut. Kann man das eigentlich hier hören oder nicht? Oder wie sieht's aus? Und dann einfach campen, klappt immer wieder. Und die Leute denken, ja, er wollte doch nur gucken, ob man hören kann. Komm her, vielen Dank. Vielen Dank, das will ich sehen. Oh, ich schon langsam auf. Nice. Wow, nice, baby. Dieses Gameplay läuft ein bisschen besser. Die Peacekeeper hebe ich nicht auf. Weil ich habe noch dieses COD-Turnier vor mir, Zellos. Und mit der Peacekeeper darf man nicht spielen. Das macht für mich gar keinen Sinn. Oh mein Gott. So. Nehme ihr Ziel ein. Koordinaten. Bitte tut dir jemand. Oh mein Gott, scheiße. Melde negative Wirkung. Oh mein Gott, schnell weg. Der Typ will mich extrem. Boah, das wird schwer sein einzuholen. Ja, mein Aiming ist nicht das Beste. Es fällt mir so schwer. Es fällt mir ziemlich schwer, ungelogen jetzt. Oh mein Gott, der Typ geht. Was macht der dort? Okay, keine Ahnung, was er dort macht. Hi. Oh mein Gott.
Wo ist er? Ich lade kurz nach. Ich mag diese Pistole nicht, dafür bin ich so schlecht. Zeig dich. Alter, soll ich zeigen? Wo ist er? Oh mein Gott. Oh, er hat mich sogar getroffen. Er hat mich sogar getroffen. Was zum Teufel? Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, ich bin da wow. Okay. Ich bin gerade übertrieben am Üben, damit ich hier besser werde. Und ja, es klappt relativ gut, aber ich habe nicht mehr so lange Zeit. Denn am 26. findet nun mal das Turnier statt. Gestern hat schon Team Scorpion gegen Team Black gespielt. Was ziemlich, ziemlich krass war. Leider musste ich ab der Hälfte des Matches zum Fitness, was mich so aufgeregt hat, weil sowas ist aber extrem spannend. Sowas ist wirklich extrem, extrem spannend. Alter, ich habe ihn noch bekommen, was? Oh mein Gott, hinten. Bestimmt auch hier. Nope, hier ist keiner, was? Oh mein Gott. Mein Aiming. Oh mein Gott, ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Aber dieses Match war verdammt, verdammt spannend und, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Matches. Es ist einfach unglaublich. Es ist echt eine geile Idee gewesen. Das war ja die Idee von Haptic. Ursprünglich. Oh, zeig dich, zeig dich, zeig dich. Oh mein Gott, er hat einfach eine normale Waffe aufgehoben. Er hat einfach eine normale Waffe aufgehoben. Wisst ihr was, wenn ich siege, ich bin so zufrieden, wenn ich siege. Alter, dein Ernst? Oh mein Gott. Nimm das, du Loser. Nein! Oh, bin ich angepisst. Wow. Wieso bin ich so schlecht auf der... Alter. Das Schlimme ist, die Leute hier spielen komplett anders als auf der Xbox. Also komplett anders, finde ich. Das ist ja zum Teil nicht mehr normal, wie anders die spielen. Da habe ich sogar Probleme, irgendwie ein Spiel zu gewinnen, was ziemlich heftig ist eigentlich. Weil ich normalerweise ungern diese Probleme habe. Aber ja, ich habe diese Probleme. Tatsächlich. Muss ich auch ganz offen und ehrlich zugeben. So, ist jemand drin? Oh, hi. Verstehe ich nicht. Oh, nice. Evo. Die darf man benutzen, soweit ich weiß. Drohne nähert sich. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Ich hatte voll das Problem. Ich muss mich erst ein bisschen an meine Steuerung gewöhnen. Es ist echt nicht einfach. Aber keine Ausreden jetzt. Aber es sind auch wirklich keine Ausreden, sondern ich gebe es hier auch offen und ehrlich zu, dass ich nicht so gut bin hier auf der... Oh nein, oh nice, oh nice, oh nice. Keine Ahnung, wie das passiert ist, aber ich habe es geschafft. Oh, das ist der Vorteil des Cups. Man kann sich natürlich auch hinlegen. Aber ich glaube sogar, dass zur Seite springen ist noch intensiver und noch besser. Mittlerweile wird es sogar zu leicht zur Angewohnheit. Nein. Scheiße. Ich meine, sowas sagt man nicht. So. Ja, es ist mittlerweile Angewohnheit. Und ich wurde Erster tatsächlich. Mit 11 Toten leider. Also, so gut war das jetzt leider nicht. Aber, ja, kann man halt nicht ändern, ne? Ich werde noch ein Spiel machen, einfach damit wir uns, damit ich halt ein bisschen besser werde wieder. Just an amazing kill cam. It's amazing. It's so amazing. So, mein Laptop nimmt immer noch auf. Das ist das Gameplay. Ihr seht, hier sieht man die Zeit, by the way. Das ist 11 Minuten 39. Und, ja, normalerweise sollte das Video jetzt schon längst enden, aber ich mache mal eine Ausnahme. Ich will auch mal ein bisschen längere Videos machen. Oh, wir zocken wieder Raid leider. Also, ist jetzt ein bisschen blöd fürs Video, weil zweimal Raid, ne? Aber... Ja, ich finde das eine ganz gute Map zum Üben, deswegen, das ist einfach die beste Map ever in meinem Leben. Es gab schon die anderen, RW2 vor allem, geile Maps. Aber Raid ist echt einer der aller geilsten. Und jetzt bin ich wieder in derselben Lobby mit denselben Leuten. Mal sehen, was ich leisten kann. Dann haut mal rein, es geht los. So, nicht aus Versehen springen. Jetzt darf ich springen. Nein! Okay, okay. Mit dem Scarf muss man noch übertrieben klarkommen. Der Typ ist da hinten. Keine Ahnung, was er macht. Gehen wir da mal lieber nicht lang. Ich mag es nicht, wenn er zwei... Wenn er selber mich zweimal killt. Das hasse ich extrem. So, hallo, ich bin Matthias. Keiner hier. Lass uns reingehen. Lass uns ein bisschen Party machen. Okay, hier ist keiner. Da. Oh, hi. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht. Hey, what the fuck? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Ich weiß die ganze Zeit, er kommt
Er kann jede Sekunde kommen. Aber er tut's nicht. Er tut's einfach nicht. Wo ist er? Hier ist noch seine Schockladung. Das heißt, er muss hier... Oh mein Gott. Wo ist er denn? Alter! Oh, hi! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was zum Teufel? Konzentration, Konzentration, Konzentration! Ich will das Spiel nicht verlieren, auf keinen Fall. Wo ist er? Ich... Ah, oh mein Gott. Zeig dich! Ich mach sowas von keine Scherze. Ich mach sowas von keine Scherze. Ja, das ist das Problem. Ich habe noch keine AN94 leider. By the way, die hat gar keinen Schaft. Ist das langweilig ohne Schaft? Alter Schwede. Feindliche Drohne nähert sich. Ohne Schaft ist ja mal voll blöd. Ja, ich habe nicht scheiße gesagt. Ich habe blöd gesagt. Ist blöd, nicht scheiße. Mit Scheiße sagt man nicht. Okay, damit tut man was anderes. Egal. Hey, Freund. Hä, was macht er dort? Ich glaube, er schießt einfach in die Luft. Ich kann nicht glauben, dass ich Probleme habe, hier vielleicht für alle zu gewinnen, manchmal. Ich kann einfach nicht glauben, auf der Xbox war es nie so. Das war übrigens derselbe Typ, das merke ich an seiner goldenen Waffe. Oh, hi. Oh, du kleiner, lächerlicher Typ, Alter. Wollte mich gerade mit seinem C4 killen. Oh, nein, 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 nein. Bro, bro, bro. Ich sehe dich, ich weiß, dass du drin bist. Ich weiß, dass du hier bist. Vielen Dank. Ich wusste es. Oh, langsam gewöhne ich mich an die Pace. Oh, war knapp. Du bist gespawnt. Kann das sein? Ja, kann sein. Denke schon. Okay, was jetzt? Von links. Nein. Gott, war das knapp. Ich kann es glauben. Bereit. Wie knapp das eigentlich war. Drohne nähert sich. Ich kann es glauben, wie knapp das eigentlich war. Von wo? Von wo? Ich sehe nicht. Kommt er hier rein? Nein, ich wusste es. Ich wusste es so sehr. Und er führt wieder. Alter Schwede. Sind die hier irgendwie besser als auf der PS3? Mir kommen die so viel besser vor, Leute. Nein, wieso springe ich? Oh, der Typ mit seinem C4. Ich hasse ihn. Ja, und natürlich bin ich tot. Da kann man gar nichts anderes machen. Leider springe ich auch an Momenten, wo ich nicht springen sollte. Da muss man drauf achten, dass man das nicht tut. Weil zum Beispiel das mit dem Hochklettern war ein bisschen blöd. Okay, wo sind die, wo sind die, wo sind die? Viele kommen durchs Fenster, sehr viele. Ich sehe hier richtig viele Gegner, wenn ich durch das Fenster schaue. Der ist hier gerade gespawnt. Ziemlich, ziemlich sicher. So, gehen wir mal nach oben. Was macht der Typ denn da? Achtung, S-Mine. Oh, hi. Hinter mir, glaube ich. Da. Ist der Typ wieder da gespawnt? Das kann ich gar nicht glauben. Das ist dasselbe, oder? Kann es sein, dass... Nee. Ich weiß gar nicht. Habt ihr es geschaut? Könnt ihr nochmal kurz zurückspulen und mir sagen, ob ich denselben die ganze Zeit kille? Das wäre natürlich jetzt ziemlich, ziemlich, keine Ahnung. So, der Typ ist hier. Hat dich gerochen, mein Freund. Oder vielleicht auf der Map gesehen, eins von beiden. So... Der Typ ist da wieder drinne. Das ist nicht sein Ernst, oder? Der Typ... Das glaube ich nicht. Ich glaube das nicht. Ich kann das nicht glauben. Dass der Typ die ganze Zeit da drin ist. So, wo sind die Gegner? Zeigt euch. Ich will mit euch ein bisschen spielen. Ja, Danny will spielen. Aber wenn Danny spielen will, dann muss man mit ihm spielen. Und da gibt es keine Ausreden. Hier kommt keiner mehr hoch. Das war auf der Xbox immer so. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel ist schon... Ziemlich, ziemlich, ziemlich anders. Wenig Munition, oh nein. Oh nein. Oh mein Gott. Vielen Dank. Hey Bro, guck mal, ich hab eine coole Kill, eine coole Killstreak. Nein! Du bist nicht mehr mein Bro, nicht mal annähernd. So. Bitte kill jemanden. Ja. Ich könnte mein Dragonfire einsetzen, aber ich habe das Gefühl, das würde mich zurücksetzen. Hier ist sowieso der schlechteste Ort für sowas. Ich weiß leider nicht wo. Vielen Dank. Das war gut, das war gut, das war gut. Ich mag die Tat, die ist echt eine Hammerwaffe. Hammer, hammer geile Waffe sogar. Hier spawnt anscheinend keiner, was normalerweise immer der Fall ist. Okay, ich werde nur noch den töten und dann werde ich, So, da ist...
Der Typ ist da wieder drin. Ja. War klar. Oh mein Gott. So, dann wollen wir mal. So. Ja, ich glaube, das ist sogar besser als, die Leute so wegzuholen mit der Waffe. Weil man kann ja sogar hier überall rein, das Ganze. Hier ist der Gegner. Hi, my friend. Na, wie geht's? Alles klar? Halten zum Verlassen. Nein. Ich will nicht verlassen. Mir gefällt's hier. Oh nein, ich muss hoch. Ja, ist ja gut. Sorry. Hi. Oh mein Gott. Habe ich gewonnen? Ja, habe ich. Oh mein Gott. Das war wirklich knapp. Aber 30:6 schon mal besser als beim letzten Mal. Gegen dieselben Leute. Also wir werden wirklich besser. Ziemlich nice. Und es hat sich gelohnt, diese Killstreak einzusetzen. Der Typ ist quasi schon gelieft, aber sowas von. Nice! Zweimal hintereinander gewonnen, episch. So, wir sind jetzt fertig mit dem Video. Wir haben jetzt insgesamt 19 Minuten 53 mit diesem Laptop aufgenommen. Und ja, jetzt werde ich jetzt mal Aufnahme beenden drücken. Das geht ganz einfach. Jetzt muss man warten, bis das Video verarbeitet. Und ja, dann kann man das Video bearbeiten. Okay, für heute werde ich das Video erstmal hier stehen lassen. Vielen Dank an Alienware für Sponsoren des Videos. Und ja, das war's mit den zwei Gameplays. Ich hoffe, das Turnier werden wir gut überstehen. Oder ja, mein Team und ich. Ich habe auch Alienware unten in der Beschreibung verlinkt. Das heißt, ihr könnt gerne bei denen vorbeischauen. Aber ja, vielen Dank fürs Anschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt wie badass ihr seid und liked dieses Video. Schau auf meinen Kanal vorbei, mehr Videos, die ich produziert habe. Und abonniere jetzt, um uns dazu beizutreten. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich wie immer nur noch 3, 2, 1, Schau! Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen back zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch meinen neuen Controller zeigen. Wie ihr alle wisst,